Willkommen bei Subnautica. So, jetzt haben wir eine Insel entdeckt. Die möchte ich euch natürlich gerne zeigen. Zuerst bastel ich mir mal hier eine Boje, damit ich die Insel auch leicht wiederfinden kann. So, eben aussteigen. Boje aussetzen. Und dann beschrifte ich die Boje auch noch mal ganz schnell. Insel. So. Und dann gehen wir mal an Land. Also diese Insel sollte gefahrenlos sein. Oh, Moment, ich bin kurz vorm Exitus. Das heißt, bevor ich jetzt weiterlaufe, werde ich mich mal eben selber töten. Und dann gehe ich nochmal eben auf die Insel drauf. Hoppla, einmal hier durch. Und die Insel kann auch von unten begangen werden. Das heißt, da gibt es in der Mitte irgendwo so einen kleinen Tümpel, der dann in der Mitte der Insel sich erstreckt. Da gehen wir nachher auch mal hin. So. Also wie gesagt, diese Insel sollte relativ gefahrenfrei sein. So war es zumindest bei den Updates davor. Was natürlich nicht heißt, dass uns hier nicht gleich irgendwelche Spinnen anfliegen oder sonstiges. Jetzt muss ich mal eben kurz gucken, ob ich hier rüber komme. So. Oh, was ist das da oben? Wow, was ist das? Was ist das? Wieso ist hier eine Basis? Und wieso bin ich jetzt hier in ein Loch geplumpst? Noch viel schlimmer. Hier ist eine Basis. Moment, jetzt muss ich mal eben kurz gucken, wie ich da aus dem Loch wieder rauskomme. So. Ach. Ist ja ein Ding. Wie komme ich hier? Hier ist eine Basis. Das ist neu. Hier scheint ein Stück abgebrochen zu sein. Hochinteressant. Mal eben kurz gucken, ob wir genug Material haben, um... Ich habe kein Glas. Da werde ich gleich mal Glas holen. Und dann gehen wir mal in diese neue Basis rein. Das ist ja... Also die war bei den letzten Updates hier noch nicht. Wow, 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 da bin ich ja selber überrascht. Dann muss das hier vorne abgebrochen sein. Interessant, interessant. Da haben die also tatsächlich was
verändert. So. Dann bin ich mal gespannt. Da werde ich jetzt auch mal ein bisschen vorsichtiger laufen. Falls hier nicht doch irgendwas ist. Die kann man aufsammeln. Allerdings hatten die im letzten Update noch kein Icon gehabt. Und so ist es auch jetzt. Die haben immer noch ein Fragezeichen. So, weiter geht's. Ebenso diese Pilze hier. Auch ein Fragezeichen. Also da haben sie auch noch nichts verändert dran. Schön ist ja hier der vorgegebene Weg. Ups. Gegen einen Baum gelaufen oder gegen was laufe ich hier? Dann nehme ich euch mit. Hier hoch. Mit der Leertaste übrigens könnt ihr springen. Also sollte mal was sein und ihr müsst hier irgendwo hoch und kommt hier nicht hoch. Aha. Oh, ich glaube, die Insel ist aber auch vergrößert worden. Weil da erinnere ich mich nicht dran, dass sie so groß war. Hier lang. Jetzt hier vielleicht noch hoch. Ah, wartet mal, ich schalte mal eben das Tageslicht ein. Dann sind wir ein bisschen besser hier. Und abgestürzt. Okay, wo geht's denn da? Oho. Also jetzt schwimmen wir mal ganz, ganz schnell. Oh, lieber doch nicht hier drunter, weil die Insel scheint größer zu sein als beim letzten Mal. Schwimmen wir mal ganz, ganz schnell zu Cyclops und holen mal Glas, damit wir da so einen Eingang craften können. Also müsste ich nur mal wissen, wo meine Cyclops ist. Glaube ich hier vorne irgendwo. Soweit ich mich erinnere, sind wir hier vor Reapern sicher. Aber verlassen würde ich mich auch nicht drauf. Ja, das ist der Hammer. Da ist eine Basis. Also die Geräuschkulisse ist klasse. Wow, bin ich denn schon so weit gelaufen? Und holen Glas. Oh, jetzt bin ich schon länger nicht mehr an dieser Insel gewesen. Hatte auch einmal zwischenzeitlich das Spiel neu gestartet. Hier ist wohl so ein Grafik-Lag drin. Das rührt von der Seemutter her. Aber da bin ich jetzt wirklich überrascht. Wie viel Glas brauche ich denn wohl? Machen wir mal zweimal Glas.
Und essen sollte ich auch mal was. Brauche ich den Terraformer? Schubkanone? Abstoßkanone? Ich nehme mal den Terraformer mit, vorsichtshalber. Und eben was futtern. Na, das ist auch noch ein Bug. Ja, die geben immer ganz gut, ne? Diese Fische. So, jetzt hoffe ich, dass der nicht meckert, dass der in so einer Endlosschleife kocht. Das habe ich nämlich schon mal häufiger, wenn ich so Day, Night und so weiter eingebe. So wie jetzt zum Beispiel. Okay, das passiert, wenn man so ein bisschen cheatet zwischendurch. Dann lassen wir den da mal den Fisch da craften. So, wir latschen mal wieder an die Insel ran. So, wie war das jetzt? Wir sind jetzt hier durchgelaufen. So, hier hindurch. Hier sind wir auch durchgegangen. Dann praktisch auf der anderen Seite. Also hier kam ich ja vorhin auch schon nicht rüber. So ohne weiteres. Ich habe hier immer ein bisschen Angst, dass ich gleich ins Wasser fall. So. Da sind wir doch schon wieder. Mal querfeld ein. Bauen wir uns da mal eben. Eine. Oh, da kann ich nichts anbauen. Ach, wie kann das denn? Kann ich denn da einen Korridor ansetzen? Auch nicht. Aha. Und hier vielleicht? Nee. Als wenn das Ding gar nicht da wäre, ne? Kann man hier reingucken? Was ist da drin? Vegetation. Okay, nichtsdestotrotz, dann gehen wir mal ein Stückchen weiter. Wo bin ich denn hier? Mal eben hier rauslaufen. Hoppla. Steh vom Baum. So, hier geht's weiter. Ich habe jetzt extra den Terraformer mal mitgenommen, falls ich doch nachher mal irgendwo stecken bleiben sollte, dass ich mir da ein kleines Stückchen Platz schaffen kann. So, hier sind die ganzen Pilze. Jetzt gibt es zwei Wege, ne? Hier scheint auch noch so ein Weg zu sein. Was das hier wohl Dunkles ist? Ob das ein Grafikleck ist? Könnte. Uah, nicht. Nicht reinfallen. Okay. Hier mal wieder auf dem Weg. Geht's hier hoch und hier unten geht ein Weg lang. Also der Weg hier unten lang ist mir total unbekannt. Wo stehe ich wieder vor Pilzen, die mich da nicht durchlassen? Hä? Nee.
muss mich doch hier vorbeilassen. Ja, klar. Also, da laufe ich praktisch dann einmal hier so ein bisschen im Kreis rum. Mhm. Und aufwärts geht's. Tja, wie muss ich das machen? Muss ich da springen? Ja, springen geht. Und schon wieder eine kleine Höhle. Ah ja. Schaut an, schaut an. Geht es dann auch noch mal weiter. Also die Insel ist viel größer geworden. Auch dieser Überlauf hier, den kenne ich überhaupt nicht. Gehen wir mal hier lang. Bloß nicht runterfallen. Wirklich was in den letzten Updates getan. Aha. Einmal hüpfen. Mal gucken, wie hoch wir kommen. Und hier ist noch eine Höhle. Nicht fallen. Ja, ob ich da rüberkomme, ist jetzt die große Frage. Wir versuchen es mal mit einem Hüpfer. Im schlimmsten Fall fallen wir hier runter. Aber wir haben es geschafft. Okay, jetzt geht es aber hier schon wieder abwärts. Ist ja prädestiniert für eine schöne Basis. Aber wie das sein kann, dass hier eine Basis drauf ist, obwohl wir die einzigst Überlebenden sind aus der Aurora, ist jetzt doch ein bisschen fraglich, ne? Ob es da vielleicht doch noch einen Überlebenden gab, der versucht hat, sich da eine Basis zu bauen. So, und weiter geht's. Wie gesagt, wir wollen jetzt mal zur Cyclops und schauen dann, dass wir die Seemutter kriegen und mit dem Möttchen fahren wir dann unter die Insel. Vorher muss ich mich, glaube ich, einmal killen, weil ich ja hier in so einem Endlosmodus stecke für den Fabrikator. Entschuldigung. Oder der ist immer noch den Fisch da am Bearbeiten. Ja, das passiert, wenn man einmal kurz cheatet.
Ah ne, Moment. Einmal erst killen. Ach ne, wir können eigentlich hier bleiben mit der Seemutter. Sagen einmal kill. Steigen aus. Und wo ist sie denn? Hier. Welcome aboard, Captain. Pilz hier, ne? Ja, ja, ist ja gut, nicht gleich meckern. Wartet mal, hier glaube ich. Da ist auch so ein Pilz. Und mal systematisch abfahren hier. Aber ich glaube, jetzt bin ich schon wieder raus. Da. Oder? Ja, klar, hier. Hier, genau hier. So, wir steigen mal eben aus. Also, wir sehen das hier, wir sind jetzt direkt in der Mitte, so ungefähr von der Insel. Korallenschalenplatte, mal gucken. Passiert da was? Ne, ein Pink Mushroom. Ah komm, wir nehmen ihn mal mit, ne? So, hier. An die Luft. Muss ich nur mal kurz gucken, wo komme ich hier am besten raus? Vermutlich von hier. Erstmal an Land gehen. Da hinten, da. Mal eben kurz gucken, wo dieser Weg hier hinführt. Aha, der Weg ist das. Ah, also ich denke mal, hier könnte man auch eine schöne Basis platzieren. Allerdings hat man, ja gut, man könnte jetzt hier reinbauen. Beispielsweise. Ah, hier geht auch noch was raus, sehe ich gerade. Wo kommen wir hier hin? Ach ja, eigentlich derselbe Weg. Man muss sich dann nun mal wirklich. Ups. Man muss sich dann nun mal wirklich trauen, auch in die Höhlen reinzugehen. Ich finde die Wasseranimation unwahrscheinlich schön.
Gut, jetzt gehen wir nochmal zurück zu Cyclops und dann zeige ich nochmal kurz, in welche Richtung diese Insel liegt. Cyclops müsste ja hier sein. So, jetzt mal eben die Cyclops hier suchen. Da ist er. Eben auftauchen, dann kann man das nämlich am besten sehen, wenn wir uns an der Aurora halten. Moment. Eben auftauchen. So, wir haben hier das Heck der Aurora und ziemlich weit weg vom Heck der Aurora ist die Insel. Wir können einmal kurz gucken, wie tief es hier runter geht noch. Oh, ganz so tief ist es. Ah, es könnte täuschen. Ach, das Gebiet ist hier noch von diesen schwebenden Kugeln hier. Aber hier ist mir schon ein Reaper begegnet, glaube ich. Ich gehe mal lieber wieder hoch. So, das war's dann mal wieder für heute.